Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Wir freuen uns sehr, dass diese doch recht spontane Aktion jetzt so großen Zuspruch gefunden hat. Also wir freuen uns auf eine sehr spannende und konstruktive Diskussion. Mein Name ist Harald Schäffler. Ich bin Mitglied in diesem Expertenkreis, der seit Juli versucht hat, hier in der Diskussion ein bisschen mitzuwirken im Hinblick auf ein klimaneutrales Versorgungskonzept für Dietenbach und für Klein-Eschholz. Und wir haben Folgendes vor. Wir möchten heute über Praxis sprechen. Zwar als erstes der Achim Lotter von der EnBW. Hallo Achim, schön, dass du heute mit dabei bist. Dann Rolf Disch, der aktuell Klima-Plus-Häuser in der neuen Mitte Schallstadt baut, realisiert mit einem sehr hocheffizienten Standard. Der wird uns erzählen, was das in der Praxis bedeutet. Und Martin Ufall von Solaris Bauen wird uns mal vorstellen, wie denn so Wärmekosten oder Energiekosten im Vergleich aussehen für verschiedene Gebäude mit unterschiedlichen Effizienzstandards. Noch ein paar organisatorische Hinweise. Wir werden dieses Webinar aufzeichnen. Und es gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, mitzudiskutieren. Es gibt viele Informationen zu den ganzen Projekten. Wir haben in der Zwischenzeit eine Webseite eingerichtet, die heißt klimaneutrales-freiburg.de. Dort finden Sie unsere Stellungnahmen, viele Unterlagen auch von der Stadt, Beschlussvorlagen, sodass Sie einfach den Prozess und die entsprechenden Informationen gut nachvollziehen können. Nochmal ganz kurz, wer wir sind. Dieser Kreis hat sich relativ spontan im Juli, August gebildet. Am 29. Juli hat der Gemeinderat das Konzept für Dietenbach verabschiedet. Daraufhin haben oder im Vorfeld haben einige Organisationen, wie zum Beispiel die FESA, Rolf Disch, Solaris Bauen, Solageno, Briefe an die Gemeinderäte geschrieben und vor diesem Konzept gewarnt und auf mögliche Mängel hingewiesen. Die Fraktion der Grünen haben dann die Initiatoren dieser Briefe mal eingeladen und daraus ist jetzt dieser Kreis entstanden, der ein breites Spektrum von Energieexperten, Expertinnen und Vertreterinnen aus dem Architekturbereich umfasst, Fachplaner, Institutionen, Vereine wie der FESA, Energiegenossenschaft, Mietshaussyndikaten, also sowohl Bereich Energie, Bauen und Architektur. Was ist unsere Motivation? Warum machen wir das Ganze? Auch hier nochmal ausdrücklich und explizit. Das Ganze, was wir hier machen, ist ehrenamtlich. Es sind keine kommerziellen Interessen in irgendeiner Weise damit verbunden, auch wenn viele von uns selber in diesem Bereich tätig sind. Aber uns allen ist aufgefallen, dass einfach das, was aktuell geplant ist, für die Bürgerinnen einfach einen unnötig hohen Energieverbrauch bedeutet, unnötig hohe Energiekosten, auch hohe Kostenrisiken verbunden sind und vor allen Dingen, dass eben dieses wichtige Ziel, was ja der Gemeinderat proklamiert hat, das Ziel der Klimaneutralität eben nicht erreicht wird. Und gleichzeitig sagen wir, es geht. Also man kann mit nur ganz wenig Änderungen eigentlich einen klimaneutralen und günstige klimaneutralen Stadtteil realisieren, zumindest von der Energieversorgung her und auch günstige Energiekosten realisieren. Also das ist eine doppelte Botschaft. Das, was derzeit geplant ist, erreicht nicht die Ziele, aber es geht. Hier nochmal vom Fahrplan, was bisher geschah. Wie gesagt, im Juli. Den Gemeinderatsbeschluss am 19. Oktober, dann das Fachgespräch mit der Verwaltung, wo wir versucht haben, nochmal unsere Punkte vorzutragen. Die sind jetzt nicht auf besonders fruchtbaren Boden getroffen. Das heißt, unverändert ist die Ausschreibung wie geplant am 30. Oktober dann veröffentlicht worden. Wir haben dann unsere Punkte nochmal am 11.11. im Fraktionsgespräch vorgetragen. Und am 16.11. war also der Umweltausschuss, wo auch viele der Fragen, die wir haben, auch von den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten dann vorgetragen worden sind. Und jetzt für den Gesamtprozess Dietenbach ist jetzt der wichtigste Meilenstein der 30.11., weil da dann der Gemeinderat darüber dann letztendlich entscheidet. Wir veranstalten hierzu jetzt dieses Webinar heute Abend. Nächste Woche am Samstag wird dann Herr Rolf Disch nochmal einladen, um vor Ort seine Klima-Plus-Häuser in Schallstadt zu besuchen. Und gerade haben wir auch erfahren, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, eine Art Faktencheck zu machen mit den Herrn von Zahn und Herrn Nusser. Allerdings erst am 29.11. um 16 Uhr. Dazu würden wir Sie aber auch nochmal einladen. Also auch das wird öffentlich sein.
Um diejenigen, die jetzt bei der ganzen Diskussion noch nicht so involviert sind, ganz kurz abzuholen, worum geht's? Was ist so im Prinzip die beiden Varianten, die dem Gemeinderat zur Verfügung oder vorgestellt werden? Es gibt eine Variante 4, die von der Verwaltung Clean genannt wird. Das basiert im Wesentlichen auf Wärme oder aus erneuerbare Wärmequellen, die Grundwasser- und Abwasserwärme, die gesammelt werden, in eine Heizzentrale geführt werden, dort mit Wärmepumpen auf ein hohes Temperaturniveau gehoben werden und diese hohe Temperatur oder dieses heiße Wärmenetz wird dann im Quartier oder im Neubaugebiet verteilt, entsprechend in die Heizungen dann entsprechend verteilt. Und ergänzend dazu soll es eben eine Elektrolyseanlage geben, deren Abwärme dann hier mitgenutzt werden kann. Und diese Elektrolyseanlage dient eben dazu, überschüssigen oder erneuerbaren Strom aufzunehmen und daraus Wasserstoff zu erzeugen, der dann zum Beispiel an Verkehrsbetriebe oder an Industrieunternehmen in der Region verteilt wird. Die Gemeinderäte haben jetzt mehrfach sowohl in unseren Fraktionsgesprächen wie jetzt auch im Umweltausschuss gesagt, kann uns dann mal einer erklären, was ist jetzt der Unterschied, heiß, kalt, dezentral, was bedeutet das für allein einfach aufbereitet? Und das wollen wir jetzt versuchen. Die zweite Variante, die der Expertenkreis propagiert, sieht eigentlich sehr ähnlich aus, aber hat ein paar kleine Unterschiede. Es sind auch wieder klimaneutrale oder erneuerbare Wärmequellen, die hier genutzt werden können, wie Grundwasser und Abwärme. Diese Quellen werden aber pro Bauabschnitt installiert und genutzt und diese kalte Nahwärme wird über ein Netz entsprechend in die Gebäude oder in die die Blocks dann geführt, über eine Wärmepumpe vor Ort erzeugt. Mit Sonnenstrom kann man hierfür nutzen und eben kein Wasserstoff. Und nach unserer Vorstellung ist das eben eine Möglichkeit, wie man tatsächlich die Klimaneutralität erreicht, vor allen Dingen, wenn man dann eben auch einen höheren Effizienzstandard realisiert. So, soweit zu der Diskussion, um Sie da ein bisschen abzuholen. Wie gesagt, alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Und ich würde jetzt gerne starten mit dem Achim Lotter, um ihn mal als ein Vertreter eines nicht ganz kleinen Energieversorgungsunternehmens zu fragen, wie sehen denn aus seiner Sicht innovative Quartierskonzepte in der Praxis aus? Achim, innovative und klimaneutrale Quartiere. Was bedeutet das für euch von der ENBW? Was sind da für Komponenten drin? Hallo und zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Kurz noch zu mir. Also ich bin seit gut 20 Jahren bei der NBW und seit 20 Jahren bei dem Thema dezentrale Energieerzeugung tätig. Also Industrie, Kommune und Wohnungswirtschaft. Und seit 5 Jahren in dem Bereich, ein neuer Bereich der NBW, in der Quartiersentwicklung. Also wir als NBW betrachtet Quartiere nicht nur aus der Sichtlinie, wie man Energie verkaufen kann oder Energie erzeugen kann, sondern wir betrachten erstmal Quartiere aus der Stadtentwicklung heraus, aus der Mobilität und Quartiersversorgung. Das heißt, wir versuchen, die drei Felder Mobilität, Stadtentwicklung und Versorgung in Einklang zu bringen, weil ich muss ja erstmal wissen, was hat man eigentlich in einem Quartier vor? Ja, wie will man die Menschen von dort dahin transportieren und wieder zurück? Ja, das heißt, wir haben einen hohen Grad an Mobilität, das heißt auch Elektrifizierungsgrad und so weiter. Und das spielt das wieder automatisch in die Quartiersversorgung rein. Gleichzeitig ist es auch wichtig, die Stadtentwicklung so aufzusetzen. Das heißt, wie positioniere ich die Häuser mit Fassade-PV oder nur Dach-PV und so weiter? Und so fließt es alles ineinander ein. Wir haben relativ früh erkannt, dass man, wenn man klimaneutrale Quartiere auf den Weg bringen will, ich sag mal, es wird ja immer gesagt, Klimaneutralität ist immer teurer, wie wenn man konventionell baut. Ja? Aber wenn man alle drei Themen in Einklang bringt, ja, und im Prinzip die Investitionen anders verteilt, dann ist es auch bezahlbar. Und so versuchen wir natürlich die Quartiere dahingehend klimaneutral zu machen. Wir nutzen PV-Dächer, ja, PV auf den Dächern für Solarthermie, für Stromerzeugung. Wir denken an Umweltenergie, also Grundwassernutzung, oberflächennahe Geothermie wollen wir. Warum? Gegenüber tiefer Geothermie. Wir wollen einfach auch kühlen. Ja, das heißt, das Thema Kühlen ist sehr, sehr wichtig.
in der Zukunft noch mehr. Wärme ist eigentlich gar kein Problem mehr, weil man ja auch den Standard immer höher setzt oder niedriger mehr Richtung KfW 40 geht. Das heißt, man braucht immer weniger Energie. Und so setzen wir das eigentlich alles einzeln zusammen, so dass man in Richtung Klimaneutralität kommen. Und wir realisieren auch schon klimaneutrale Quartiere. Wenn du jetzt so die Gesamtbilanz anschaust, wird denn dann zumindest eine CO2-Neutralität erreicht? Also wird genügend Sonnenstrom erzeugt im Verhältnis zu dem, was man an Strom verbraucht? Ist das möglich? Also unser Gedanke ist ja, wir betrachten ein Quartier wie ein See. Ja? Das heißt, jede PV-Anlage speist Energie in einen See ein. Ich nehme andere Umweltenergie und die speisen in einen See ein. Und jeder kann aus diesem See die Energie holen. Das heißt, so wenig wie möglich in dieses Quartier einzuspeisen. Wir reden da von einer hohen Autarkiegrad, den wir teilweise zwischen 70 und 90% ansetzen können. Und die Quartiere haben gar keinen Schornstein, von daher gehen auch keine Treibhausgase nach außen. Das ist erstmal für das Quartier betrachtet. Aber man erreicht keine Klimaneutralität. Das geht nicht. Da fährt einmal ein Auto rein, dann ist die Klimaneutralität schon wieder weg. Ja. Oder die PV-Anlage für die Erzeugung verbraucht ja auch CO2. Ja. Also so ganz neutral kann es nicht werden. Aber für das Quartier selber, kein Schornstein, hoher Autarkiegrad und so weiter, ist das natürlich schon möglich. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Habt ihr auch so Projekte, die, ich sag mal, jetzt nicht das klassische Neubaugebiet sind, sondern auch so städtisch, verdichtet? Ja, also wir haben natürlich Projekte in Stuttgart, haben wir unser eigenes Grundstück in Stuttgart Ost, das wir dort aus Bestand und neu zusammen führen. Das heißt, wir nutzen Bestand mit und bauen neu mit auf. Das wird gemacht. Wir haben in Solingen haben wir ein größeres Quartier, wo genau diese Gedanken auch gespielt werden im Projektentwickler. Im Prinzip ganz am Anfang, wo das Grundstück gekauft wurde, entwickeln wir mit einem Projektentwickler das Thema Gebäude, Mobilität und Versorgung. Und da wird auch das Thema Klimaneutralität natürlich ganz, ganz groß geschrieben. Genau. Wir haben aber auch wir haben auch Projekte, so Gewerbegebiete, Gewerbequartiere. Da sprechen wir von einem schornsteinfreien Quartier und verkehrsberuhigtes Quartier. Ja, immer Gewerbegebiet eigentlich auch nicht typisch, aber wenn man dort auch das Thema Stadtentwicklung mit betrachtet, sind es ja nicht mehr die klassischen Gewerbegebiete, ja, sondern da ist der Stadtentwicklungsgedanke wird damit integriert. Jetzt ist ja hier geplant, sowohl in Klein-Escholz wie auch in Dietenbach, dass ein heißes Wärmenetz gebaut werden soll, aber erneuerbare Wärmequellen wie Grundwasser genutzt werden und das mit zentralen Wärmepumpen. Gibt es sowas auch bei euch? Würdet ihr auch sowas bauen? Also ich kann das Projekt in Diedenbach kann ich nicht bewerten. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also EGS-Plan macht einen sehr guten Job. Wir arbeiten mit EGS-Plan auch zusammen. Da gibt es nichts dagegen zu sagen. Ich kenne diese Rahmenbedingungen nicht. Ich kann nur für uns sprechen im Allgemeinen. Wenn wir genügend Grundwasser haben, ja, machen wir eigentlich immer ein kaltes Nahwärmenetz und bauen das im Prinzip auch je nachdem, nach Baufortschritt in des Quartieres auch modular auf. Ja, das ist so unser Gedanke, weil die Quartiere, die fliegen ja nicht vom Himmel, sondern die wachsen ja, über Jahre. Ja, und aus dem Grund ist eine zentrale, jetzt aus meiner Sicht heraus, immer ein bisschen schwierig, weil ich die Investitionen heute schon tätigen muss und habe den Nutzen eigentlich erst nach 10 oder 15 Jahren. Und da kann vieles passieren. Aus dem Grund bauen wir immer ein modulares System, wir vernetzen das miteinander und haben dadurch die Flexibilität auch auf Faktoren noch zu reagieren, weil die Welt dreht sich ja weiter. Es gibt ja neue Technologien, es gibt neue Fördergelder und so weiter. Also das heißt, das, was wir heute planen und dann erst in 10 Jahren umsetzen sollen, da nehmen wir eher Abstand davon. Ja, also eher modular, transparent, genau.
Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, Kühlung ist ein wichtiges Thema. Siehst du, dass da jetzt ein Kühlbedarf uns zukommt oder wollen das auch schon die Kunden? Fragen die das nach und was kostet es dann extra? Also unsere Kunde, wenn mir das unsere Kunde die Konzepte immer vorstellen, die sehen nicht das Thema bei der Wärme. Sagen wir, die Häuser sind ja alle super gedämmt und so weiter. Das Thema Wärme ist eigentlich nicht das Thema. Es ist immer die Diskussion der Kühlung. Jeder denkt an Kühlung und jeder denkt natürlich nach, wie kann man so eine Kühlung natürlich aufbauen. Ja? Und unsere Technologie sieht es natürlich vor, dass wir die bestehende Infrastruktur, die wir für die Wärme aufbauen, dann auch für die Kühlung nutzen können. Ja? Das heißt, ob das jetzt eine dezentrale Wärmepumpe ist mit Aktivkühlung oder Passivkühlung, das ist natürlich alles möglich. Wichtig ist, dass man nicht eine zusätzliche Investition tätigen muss für die Kühlung. Ja? Das heißt, Bestand mitnutzen. Jetzt eine wichtige Frage, auch beim Gemeinderäten ist ja immer die Kosten. Ja, kann man das Ganze kostentechnisch darstellen? Und jetzt ist natürlich offensichtlich, wenn man eine Heizzentrale mit großen Wärmepumpen macht, da gibt es natürlich sehr große Kostenvorteile, weil, ich sag mal, eine große Wärmepumpe mit 1 Megawatt ist natürlich deutlich billiger, als wenn ich 100 kleine Wärmepumpen mache. Ja. Macht ja auch große Projekte. Würdest du auch so sagen, dass so zentrale Konzepte nicht doch wirtschaftlicher sind, als wenn man so dezentral jedes Gebäude dann eine einzelne Wärmepumpe installiert? Es kommt immer drauf an. Sag mal, wenn ich große Wärmepumpe habe und das sind keine standardisierte Wärmepumpe, dann sind die ja individuell hergestellt, dann sind sie gar nicht günstiger. Ja? Also wir, war eher zu der vorherigen Frage, wenn wir modular aufbauen, haben wir immer dezentrale Lösungen. Das heißt, wir haben vielleicht eine zentrale Lösung, wenn man das Netz mit begleitender Temperatur fährt, ja, und haben die Temperatur Anhub im Haus zum Beispiel mit der Übergabestation. Ja. Das passt auch ganz gut zusammen. Auf dem Haus ist eine PV-Anlage, der Strom geht in die Wärmeerzeugung, praktisch in die Wärmepumpe rein und das passt eigentlich ganz gut. Das System passt auch im Sommer, wenn es draußen warm ist, scheint sowieso die Sonne, dann kann ich mit dem System auch dezentral kühlen nach Bedarf der Kunden. Ja. Weil es sind ja nicht alle gleichzeitig auch zu Hause und das ist einmal dann das Problem, wenn ich zentral was ansteuern will, geht es halt ein bisschen schwierig und habe ich auch automatisch höhere Verluste. Ja. Von daher kann man aber nicht sagen, was günstiger ist oder was teurer ist von der Anschaffung. Man muss es ganzheitlich betrachten. Ja. Man darf nicht nur ein Wärmenetz sehen, sondern man muss das gesamte Quartier betrachten, also auch den Strom dazu nehmen. Die PV-Anlage dazu nehme, Stromspeicher, Wärmespeicher, das sind ja alles Einflüsse. Das heißt, wenn ich in die Vernetzung gehe, habe ich ja schon Synergien, weil ich das Stromnetz anders auslege, wenn die PV-Anlage der Strom direkt in die Gebäude verbraucht werden. Als wenn ich sage, der Strom wird komplett alles ausgespeist, ich transportiere den irgendwo hin, das funktioniert nicht. Und weiter ist natürlich, wenn ich dezentral erzeuge, dann muss ich auch dezentral die Energie beschaffen. Also ze oder zentral, wenn ich zentral aufbaue, muss ich auch zentral die Energie beschaffen. Ja? Also eine größere Energiezentrale. Schau, Thema immer die Fläche, die man dann auch braucht. Ja? Ich brauche ja dann eine Energiezentrale, die frei steht, Funktionalgebäude ist nicht wirklich schön. Ja? Da gibt es andere Lösungen. Wir müssen ja eigentlich heute eher denken in die Richtung, am wenigsten Fläche zu versiegeln. Und das spricht eigentlich nicht für eine zentrale Lösung, sondern eher für eine dezentrale Lösung. Also man muss da schon alles betrachten. Ja. Wie sieht es denn jetzt nochmal konkret mit den Kosten aus? Jetzt, wenn man die Zahlen von Dietenbach aus der Studie jetzt mal zusammenfasst, wir haben das mal gemacht, auf die Bruttogeschossfläche umgerechnet, auf die entsprechende Anzahl der Wohneinheiten. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine sehr grobe Kalkulation, aber in der Studie steht, dass man so mit Investitionskosten von 134 Euro pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche rechnen kann. Wenn man das mit der Anzahl der Wohneinheiten und der Anzahl der Bruttogeschossfläche kombiniert, dann kommt man ungefähr auf 15.000, 16.000 Euro inklusive PV-Anlagen.
Würdest du sagen, sowas ist ein Wert, den ihr auch erreichen könnt mit dezentralen Konzepten? Oder wo liegt ihr da, wenn er so jetzt mal Pi mal Daumen in eine erste Kalkulation reingeben kann? Natürlich, individuell kommt es immer auf die Quelle drauf an, aber wenn man jetzt wirklich eine günstige Quelle hat, wie zum Beispiel ein Grundwasser, wie würdet ihr da so erste Kosten abschätzen? Also, wie gesagt, ich kenne ja diese Inhalte der Folien eigentlich gar nicht und ich weiß auch jetzt gar nicht, was da alles mit eingerechnet ist. Ich kann eigentlich nur von uns sprechen. Wenn wir ein Stadtquartier angehen, sind unsere Preise eigentlich oder so der erste Ansatz, also PV-Anlage, dezentrale Erzeugung, modularer Aufbau und so weiter, so wie ich es vorhin beschrieben habe, liegt der schon circa bei 10.000 Euro plus minus pro Wohneinheit, was man dann, das hängt natürlich darauf ab, wie die Verdichtung ist des größeren Quartiers. Genau, im ländlichen Bereich natürlich anders, in der Fläche draußen, je nachdem, wie die Verdichtung natürlich ist. Ja, das wäre es erstmal an der Stelle. Ich denke, nachher in der Diskussion können wir sicherlich noch mal ein bisschen weiter diskutieren, auch in Bezug auf die Ausschreibung. Herzlichen Dank erstmal, Achim. Herr Disch, Sie sind ja bekannt als Solararchitekt für hocheffiziente Gebäude, die mit Sonnenenergie genutzt werden und die auch klimapositiv sind. Wie sehen bei Ihnen denn die Konzepte aus für diese Gebäude? Was sind da so die wesentlichen Komponenten? Ja, ich muss vielleicht grundsätzlich sagen, die Gemeinde Schallstadt ist auf uns zugekommen. Sie brauchten einen Schallriegel in Schallstadt. Es geht um die Trennung oder so eine Verbindung von Gewerbe zum Wohngebiet. Da brauchte man einen Schallriegel. Der Schallriegel ist 120 Meter lang, ist 4 Geschosse hoch. Man hat das Sonnenschiff in der Merzhauser Straße hier in Freiburg als Beispiel gehabt. Deswegen kam man auch auf mich zu. Und wir haben dann das Konzept gemacht. Also das begann im Jahr 2014. Inzwischen ist der erweiterte Rohbau fertiggestellt. Das sind jetzt am Ausbau und rechnen damit im späten Frühjahr, dass die ersten Wohnungen bezogen werden können. Also das Gebäude hat 6.700 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche, sind 83 Wohnungen, 4 Ladengeschäfte drin. Wir haben nach unserer Methode Plusenergie haben wir erstmal versucht, den Energieverbrauch runterzudrücken. Ist eigentlich klar, Heizung und Warmwasser. Also wir brauchen insgesamt 190.000 Kilowattstunden Wärme. Wobei, wenn die jetzt elektrisch erzeugt werden über die Wärmepumpe, sind es dann nur noch 42.000 Kilowattstunden. Und wir erzeugen über die PV-Anlage auf den Dächern, auf den verschiedenen Dächern, produzieren wir das Zehnfache, was hier an Wärme verbraucht wird. Und das hilft uns auch, Strom bereitzustellen für den Haushaltsstrom und für die gesamte Mobilität. Also wenn alle elektrisch fahren würden, oder das wird ja auch in Zukunft so kommen, dann reicht dieser Strom, den wir erzeugen auf den Gebäuden, reicht aus, um praktisch den kompletten Energiebedarf über das Jahr gesehen abzudecken, und wir haben sogar noch Strom übrig, grundsätzlich. Genau, also in der Jahresbilanz erzeugen Sie sogar mehr Strom, als dass Sie in der Summe brauchen. Das heißt, Sie Das haben machen ein. wir immer. Also wenn wir Häuser bauen, produzieren wir machen Plusenergiehäuser, und die Plusenergiehäuser produzieren mehr Energie oder erwirtschaften mehr Energie, als in den Häusern verbraucht wird. Und jetzt kommt hier in Schallstadt auch noch die Mobilität dazu, wobei wir nicht davon ausgehen, dass alle nachher mit Autos, jeder sein eigenes Auto hat. So ist es aber gerechnet jetzt in der Energiebilanz. Aber wir gehen davon aus, dass man da noch eine ganze Menge einsparen kann, weil wir Carsharing-Systeme anbieten, also nicht nur Elektrofahrzeuge, Elektroautos, sondern
auch Lastenräder, die dort vor Ort vermietet werden. Und je mehr mitmachen, desto besser funktioniert das Ganze. Welchen Effizienzstandard muss man denn dafür machen, um so wenig Wärmeenergie verbrauchen zu können? Na gut, man muss einfach eine gute Gebäudehülle, also bestmögliche Gebäudehülle bauen, die bestmöglichen Fenster, die es gibt auf dem Weltmarkt sogar, machen wir. Also wahrscheinlich gibt es keine besseren Fenster sonst. Dann haben wir natürlich Lüftung mit Wärmerückgewinnung und wir haben auch für das warme Wasser warmes Duschwasser zurück oder die Wärme zurück über Wärmetauscher in den jeweils einzelnen Duschen. Insgesamt kann man aber sagen, ich habe das mit unterstützt, dass wir sind ja Teil der neuen Ortsmitte. Es ist ein neues Rathaus gebaut worden. Es werden viele Wohnungen gebaut, auch Geschäfte kommen dahin. Ich habe mitgeholfen, dass dieses kalte Nahwärmesystem durchgesetzt wurde vom Energiedienst. Also Energiedienst liefert uns die kalte Nahwärme. Das hat schon mal den Vorteil, dass praktisch keine Wärmeverluste da sind, sondern Wärmegewinne. Also man legt die Rohre in den Boden und holt praktisch die Erdwärme aus der Erdwärme die entsprechende Temperatur. Zusätzlich wird dort jetzt noch aus dem Abwasserkanal Wärme rausgenommen, circa 4 Grad. Um 4 Grad wird das noch erwärmt, diese Erdwärme, also wenn wir 10, 12 Grad, wird jetzt erwärmt noch auf 14 bis 16 Grad. Das ist eigentlich eine sehr gute Temperatur. Da kann man jetzt gut, das ist gut für die Wärmepumpen, die dann da drauf gesetzt werden. Es ist sowohl für die Wärme, aber auch mit der Temperatur kann man auch noch passiv kühlen, theoretisch auch aktiv, wenn es mal ganz sehr heiß werden sollte. Ja, zum Thema was Kühlung. Was wir auch machen, um die Wärmepumpe, die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe zu verbessern. Wir haben ganz geringe Temperaturniveaus. Also einmal haben wir natürlich Fußbodenheizung, Flächenheizung, da kommt man mit einer niedrigen Temperatur aus. Und wir schaffen es auch mit einer niedrigen Vorlauftemperatur in die Duschen reinzufahren. Also wir brauchen nur 48 Grad und nicht 60, 70 Grad, weil wir Legionellenfilter einbauen und holen praktisch die Legionellen schon aus dem kalten Wasser raus. Also wir machen viele Dinge, um einfach die Energieeffizienz hier zu verbessern. Jetzt haben Sie ja Thema Kühlung schon angesprochen. Wir hören in der Diskussion jetzt immer wieder, ja, wenn man doch so günstig oder so eine hohe Wärmedämmung hat, heißt es doch umgekehrt dann auch, dass man im Sommer einen guten Wärmeschutz hat. Braucht man denn wirklich eine Kühlung, wenn man wirklich ein hochgedämmtes oder wie Sie gerade auch sagen, wirklich sehr gute Fenster hat? Kann man da nicht auch dann drauf verzichten? Also wir haben jetzt bald 20 Jahre Erfahrung mit dem Sonnenschiff. Wir kühlen nachts. Also wir haben Nachtkühlung und haben verschiedene Tricks, wie wir dann die Kühle auch im Raum halten, zum Beispiel auch mit Lüftung, mit Wärmerückgewinnung. Da kann ich auch die Kühle rückgewinnen, ja, im Sommer, wenn es heiß ist. Trotzdem ist es so, also wenn man jetzt ein großes Büro hat und aber wenn man viele Wärmequellen hat und kleinere Einheiten hat, auch kleinere Wohnungen, kann es halt sein, dass es wird immer wärmer, die heißen Tage werden immer mehr. Muss man in den heißen Tagen dann, dass es vorteilhaft ist, da noch zusätzlich noch 3-4 Grad runterkühlen zu können. Und das kann ich ja machen ohne einen zusätzlichen Aufwand, weil ich dieses System ja da habe. Also ich habe die Fußbodenheizung mit der Wärmepumpe habe ich zum Wärmen, aber ich kann das umschalten auf Kühlen. Und das an den wenigen heißen Tagen habe ich dann diesen Zusatz nutzen, ohne dass es zusätzliche Kosten verursacht. Und vielleicht zeige ich auch noch mal was zu den Kosten. Ja, das wollte ich gerade fragen. Wir haben 83 Wohnungen. Und alle 83 Wohnungen erhalten von der KfW
einen Tilgungszuschuss von 30.000 Euro. Heute sind es die letzten, die gekauft haben, die kriegen 37.500. Ein Förderzuschuss für die KfW 55 gibt es keinen Zuschuss mehr. Also kann man sagen, der Vorteil ist tatsächlich im Moment 37.500 Euro pro Wohneinheit, egal ob sie nur 30 Quadratmeter hat oder 100 Quadratmeter. Das ist die Förderung. Und die Mehrkosten wurden auch schon mal angesprochen. Also wir schätzen als Mehrkosten vielleicht gerade 7.500, sodass ich 30.000 habe ich eigentlich zusätzlich zur Verfügung über die über die eigenen zusätzlichen Kosten gegenüber KfW 55. Das ist ja der Dämmstandard für Freiburg. Das heißt, Sie sagen jetzt, in der Gesamtsumme würde eigentlich dieser hocheffiziente Standard, also KfW 40 plus, ja, nur 7.500 Euro pro Wohneinheit mehr kosten jetzt bei Ihrem Gebäude mit den 83 Wohneinheiten, als wenn ich, sag mal, konventionellen KfW 55 Standard bauen würde. Ich habe unterm Strich 30.000 Euro mehr. Also insofern kann ich günstiger bauen und auch günstiger vermieten. Und dazu kommt natürlich noch, dass man wesentlich weniger Wärmeverbrauch hat. Das heißt, auch da kommt noch ein Plus raus, dass ich eben jährlich noch vielleicht bei den kleinen Wohnungen sind es vielleicht 90.000, bei den großen sind es 300.000 Euro pro Jahr, die ich zusätzlich noch habe. Zusätzlich, was meinen Sie? Die ich einfach zusätzlich einsparen kann durch, also im Vergleich zu dem Dämmstandard KfW 55. Was würden Sie denn sagen, wie viel kann man denn den Wärmebedarf jetzt reduzieren? Also ich glaube, in der Studie wird ja davon ausgegangen, für Dietenbach, da wird, glaube ich, mit so 45 oder 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter für die Wärme und 20 Kilowattstunden für das Brauchwasser ausgegangen, also in der Summe mit 60. Wo liegen denn Ihre Häuser? Also wir kommen unter 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das müssen wir auch erreichen. Wir müssen drunter kommen, weil wir nämlich keine individuelle Abrechnung machen, sondern es ist praktisch eine Pauschale. Der Wärmeverbrauch ist so gering, dass die Abrechnungskosten unnötig sind. Die kann man sich auch noch einsparen. Und für den Warmwasserbereich rechnen wir normalerweise so mit 25 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Aber wir haben hier diese Wärmerückgewinnung, sodass wir rechnen im Moment mit 13 Kilowattstunden. Also 13 plus 15, das ist das, was wir an Wärmebedarf haben. Das klingt ja jetzt ein bisschen unwirklich, muss ich gestehen, dass Sie sagen, der Wärmebedarf ist so niedrig, dass Sie sich schon die Abrechnung sparen wollen. Also mal konkret gesagt, was mit welchen Wärmekosten müssen die jetzt dort wohnen werden oder eine Wohnung kaufen, denn jetzt rechnen? So, was würden die denn jetzt tatsächlich im Jahr in der Pauschale denn zahlen oder umgelegt auf den Quadratmeter? Also wir rechnen, wir haben ja einen Vertrag mit Energiedienst gemacht und da gibt es einen Grundpreis, der ist 5,7 Euro pro Monat, einen Arbeitspreis von 6,9 Cent pro Kilowattstunde und wir kommen insgesamt nicht mal auf 20.000 Euro pro Jahr für die gesamte Anlage und die Einheit rechnen wir mit 221 Euro. Das sind 2,9 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Und wir haben eigentlich die Erfahrung hier in der Solarsiedlung gemacht. Wir haben ja 59 Häuser in der Solarsiedlung, alles Plusenergiehäuser. Und da gibt es auch Abrechnungen und das ist im Prinzip ist es fast vergleichbar. Also wir liegen jetzt sogar noch günstiger als in der Solarsiedlung. Also nochmal, das heißt wirklich so 221 Euro pro Wohneinheit pro Jahr ja. Und das heißt eigentlich. Und die Wohneinheit hat im Schnitt 77 Quadratmeter.
Also wir haben viele kleine Wohnungen, wir haben aber auch große Wohnungen dabei und auch vier Ladengeschäfte. Und es wären 2,9 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Das ist, ja, also aus unserer Sicht, was wir so kennen, wirklich ein sehr, sehr guter Wärmepreis. Und wir rechnen mit 10 Cent pro Kilowattstunde. Da ist der Grundpreis eingerechnet und der Arbeitspreis, also 10 Cent. Mhm. Und Energiedienst bekommt 6,9 Cent. Das sind, glaube ich, so um die 14 Cent. Ja. Mhm. Und der Energiedienst bekommt 6,9 Cent für die kalte Nahwärme? Oder? Ja, das ist der Arbeitspreis. Ah ja, okay. Aber Energiedienst liefert uns auch die Wärmepumpen. Also wir kriegen die Wärme, wir nehmen die Wärme ab. Die Schnittstelle ist hinter den Wärmepumpen und hinter dem Legionellenfilter. Also Energiedienst ist bereit, auch den Legionellenfilter einzubauen. Das heißt wirklich, gelieferte Wärme ist 6,7 Cent pro Kilowattstunde. Genau. Ja. Man könnte das auch selber machen, dann wird es etwas günstiger, denn wir haben ja, dann habe ich auch die ganze Arbeit damit, ja. Und ich muss dann die Infrastruktur natürlich auch warten und pflegen und auch installieren. Ja. Jetzt sind Sie ja bekanntermaßen ein Pionier, Herr Disch. Würden Sie trotzdem sagen, dass das, was Sie da jetzt machen, und Sie planen es ja schon sehr lange, wie Sie jetzt dargestellt haben, dass das wirklich auch ein Beispiel sein könnte für Dietenbach oder für Klein-Eschholz? Also ist das jetzt so innovativ, außergewöhnlich, dass das nicht jeder machen kann? Oder sagen Sie, das ist eigentlich ein Konzept, vielleicht nicht ganz mit Legionellenfilter, aber dass man so im Grundsatz das auch eigentlich machen kann? Also ich glaube, dass man es noch besser machen kann. Noch besser. Aber das ist das, was derzeit möglich ist in Schallstadt. Wir haben dort halt auch noch fast ein Faktor 1 für die Stellplätze. Dietenbach könnte man wesentlich runterkommen, sodass man dort auch noch im Mobilitätsbereich mehr einsparen kann. Aber bei uns spart man dort auch eine ganze Menge ein. Und ich glaube, dass, wenn man das mal zusammendenkt, wir liefern ja auch wir produzieren den Strom, die komplette Energie auch für die Mobilität. Wenn man das mal zusammendenkt, das Wohnen und die Mobilität, dann kann man extrem viel Geld einsparen und eine günstige Warmmiete machen zusammen mit der Mobilität. Also wir haben zum Beispiel, wir nehmen auch je Wohneinheit, das haben wir vertraglich vereinbart, für eine Wohneinheit bis zu 50 Quadratmeter nehmen wir monatlich 20 Euro ein. Und wenn die Wohnung größer ist, über 50, dann 30 Euro. Das ist praktisch so der der Grundbetrag für die Mobilität. Das kann man sich nachher abfahren. Das haben wir einfach gemacht, damit man auch schon mal eine Grundausstattung da hat, dass man nicht mit einem Fahrzeug anfängt. Das funktioniert ja dann nicht, dann ist es weg, dann kann der Nächste das nicht nutzen. Es muss einfach so eine Grundsubstanz da sein, dass das auch funktioniert. Und da sind wir gerne bereit, auch ein bisschen mitzuhelfen. Also die Gemeinde Schallstadt hat mitgemacht. Normalerweise sind es 1,5 Stellplätze pro Wohnung. Ich habe gesagt, wir machen ein Mobilitätskonzept. Das hat man mir geglaubt und insofern muss ich wesentlich weniger Stellplätze aufbauen. Da haben wir eine ganze Menge gespart und ich kann auch ein bisschen praktisch das Mobilitätskonzept damit unterstützen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht nur Architekt bei dem Projekt, sondern gleichzeitig auch Bauträger. Das habe ich gar nicht vorgehabt, aber ich bin es halt dann geworden. Insofern habe ich mehrere Hüte auf und eigentlich voll verantwortlich für das Projekt. Mhm. Damit kann ich natürlich auch gewisse Dinge durchsetzen, die sonst weggestrichen werden, weil das ja nicht unbedingt, weil die Kosten könnte ich ja natürlich auch noch weglassen und kann mehr verdienen. Aber darum geht es mir nicht. Also ich will ein Beispiel setzen, wie man es machen kann heute und mit Sicherheit kann man es in Zukunft noch besser machen. Das ist noch die letzte Frage. Die Wärmepumpen werden ja von Energiedienst betrieben. Sie kriegen ja dann quasi Wärme, Heizwärme und Brauchwasserwärme. Den Sonnenstrom wird ja dann aber trotzdem in den Wärmepumpen genutzt. Ja,
Also wir haben 450 Kilowattstunden, 450 kW Leistung und rechnen dann eben auch mal vorsichtig gerechnet mit 420.000 Kilowattstunden pro Jahr, die wir zur Verfügung haben. Und wie wir das dann, werden wir natürlich versuchen, Mieterstrom zu machen. Die Mieter haben dann auch nochmal den Vorteil, oder die Bewohner haben den Vorteil, dass sie noch günstigeren Strom, also sie sparen auch noch an den Stromkosten. Also wir bieten denen dann mindestens 10% günstiger an als der übliche Strom. Mhm. Wobei wir das auch letztendlich dann nicht selber machen, sondern brauchen dann dazu auch einen Dienstleister. Und da ist Energiedienst auch bereit dazu. Gut, herzlichen Dank an der Stelle schon mal. Und nachher in der Diskussion können wir da sicherlich dann nochmal ins Detail gehen. Dann würde ich jetzt gerne umschwenken zu Martin. Hallo Martin. Hallo. So, wir haben ja jetzt schon ziemlich spannende Preise gehört, 2,9 Euro pro Quadratmeter oder 221 Euro für eine Wohnung an Wärmekosten. Du hast ja jetzt mal einen Vergleich gemacht, verschiedene Energiekostenabrechnungen, auch für unterschiedliche Gebäude in unterschiedlichen Jahren gebaut, auch mit unterschiedlichen Effizienzstandards. Magst du uns mal deine Ergebnisse vorstellen? Erstmal guten Abend in die Runde. Ich will mich auch ganz kurz vorstellen. Martin Ufer, Geschäftsführer Solaris Bauen. Wir planen unter anderem zum Beispiel auch mit Rolf Tisch zusammen energieeffiziente Gebäude. Wir haben ganz viele Kunden, die KfW 40, Passivhäuser und so weiter bauen. Wir sind seit 20 Jahren in dem Themenfeld unterwegs. Und wir haben ja zum heutigen Tage bestand ja bei uns in der Expertenrunde einfach die Frage, wie viel Kosten entstehen denn wo? Kannst du das mal zusammentragen? Wie geht das? Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir es doch einfach mal so. Wir nehmen mal Projekte, die wir realisiert haben und Projekte, wo andere drin wohnen. Schickt uns mal bitte die Heizkostenabrechnung aus dem Jahr 2020. Also ich war selber gespannt, was dann rauskommt, weil man kann praktisch immer aus jeder Heizkostenabrechnung letztlich ablesen, wie viel Euro ich pro Jahr letztlich für meine Heizung plus Warmwasser Energie bezahle. Ich kann ablesen, wie viel Energie das Haus pro Quadratmeter im Jahr braucht. Und genau das haben wir jetzt für unterschiedlichste Projekte getan. Auch nicht nur für die 5, wie es bei dir propagiert ist. Und von links nach rechts schon mal ganz witzig. Also links ist das älteste Gebäude, ganz rechts ist das neueste Gebäude irgendwann im Dietenbach. Fangen wir mal vielleicht mit den Energieverbräuchen an. Also das Rote sind praktisch immer die spezifischen Energieverbräuche, Kilowattstunde pro Quadratmeter und Jahr. Also geteilt durch 10 ist ungefähr Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. Also das eine ist praktisch ein Haus im Montbau, ein typisches Niedrigenergiehaus, hat etwa 70 Kilowattstunden. Also jetzt wirklich echt abgerechnete Verbrauchsdaten aus dem Jahr 2020. Dann ein sehr gutes, auch bekanntes Haus ist eben das Wohnen, Arbeiten, was wir auch mit geplant haben. Das hat jetzt in der ganzen Zusammenstellung zufälligerweise immer noch den niedrigsten Energiebedarf von 30 Kilowattstunden. Also das ist jetzt immer mit Heizung, Warmwasser, Zirkulation, Verteilverluste. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Vom Standard her ist es ja ein Passivhaus, das nicht mehr wie 15 Kilowattstunden hat. Aber ich habe natürlich auch noch Energiebedarf für Warmwasser, Zirkulation, Verteilverluste. Dann ein anderes Niedrigenergiehaus im Vauban, das hat 49, also man sieht da schon, wie die Schwankungen sind. Dann das Kleehäuser, Passivhaus, ähnliches Konzept wie eigentlich das Wohnarbeiten, hat aber 45 Kilowattstunden, liegt unter anderem daran, weil das so ein Doppelprojekt ist, zwei Häuser zusammen, eine Verbindungsleitung, eine Heizzentrale, habe da über die Wärmeversorgung, also die Wärmeverteilung von Haus 1 zu 2 schon wieder Verluste, also braucht mehr. Hat man die Kleehäuser, ist die 43. Es gibt noch ein anderes Passivhaus, was wir auch realisiert haben in der Georg-Elser-Straße. Das hat also 45, Kleehäuser hat 43. Also da kann man jetzt gerade so ein bisschen durchgehen. Das Erste, was vielleicht mal nochmal Thema war, war Thema Gutleutmatten. Wie steht denn das? Wie steht KfW 55? Also hier haben wir jetzt praktisch zwei KfW 55 Gebäude aus Gutleutmatten ausgewertet für 2020. Die haben eben 63 bis 49.
Wobei da auch manchmal das so ist, dass die zum Teil schon eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung drin haben. Aber man sieht so, dass es grob etwa 15 bis 20 Kilowattstunden mehr Bedarf ist, wie wenn ich irgendwas in die Richtung KfW 40 Passivhaus baue. Auch mit dabei haben wir das von Rolf Disch. Also Rolf Disch hat ja schon erzählt, er plant jetzt mal grob irgendwas unter 30 Kilowattstunden. Ich habe jetzt einen besseren Zuschlag gemacht, weil es halt auch Verteilverluste gibt. Und wir denken, dass es in die Größenordnung kommt, wie das Wohnen und Arbeiten von 1999. Auch mit den ganzen Systemen, die mit eingebaut sind. Und hier jetzt nochmal aufgezeigt, Dietenbach, das ist das, was aktuell für Dietenbach geplant wird. Das sind sag mal, eine Mischung aus KfW 40 und 55. Freiburg will ja nur KfW 55 Standard vorschreiben. Im Konzept von EGS ist es aber schon so, dass eine Mischung jetzt vom Heizenergiebedarf mit berücksichtigt ist, weil wenn alle 55 bauen würde, wäre der Energiebedarf eher höher, der wird dann eher bei 65 Kilowattstunden pro Quadratmeter liegen. Also man sieht schon mal eine relativ interessante Mischung. Eher schon frustrierend, dass zwischen 99 und 2025 im Verbrauch praktisch nichts passiert ist. Ja, also man hat schon 2000 mehr oder weniger die gleiche Qualität gebaut. Dann kommt das nächste Thema, ist jetzt einfach prinzipiell, was bezahlen die Leute in Euro pro Kilowattstunde oder Megawattstunde jetzt hier? Also eine Megawattstunde sind 1000 Kilowattstunden. Was bezahlen die für die Megawattstunde Wärme? So, im Dietenbach wird gerade kalkuliert mit 168 € pro Megawattstunde. Also das im Konzept steht irgendwas mit 146. Da kommt noch die Mehrwertsteuer dazu, weil die ist auch hier in den anderen Preisen jeweils mit drin. Also dort reden wir von 168 € pro Megawattstunde. Das ist erstmal der höchste Preis über alle. Dann kommen da Gutleutmatten, kennt man ja schon, ist relativ teuer, hat Preise um 158 bis 160 € jetzt jeweils komplett abgerechnet, also Energieverbrauch, Gesamtjahreskosten geteilt durch Energieverbrauch. Und das sind praktisch jetzt alle Gutleutmattenprojekte. Das sind die beiden bei 156 und 160 € pro Megawattstunde, aber auch ein Projekt vom gleichen Versorger wie Gutleutmatten im Freiburg-Mooswald hat mehr oder weniger den gleichen Preis. Also nicht nur Gutleutmatten ist zufällig teuer, sondern auch das Quartier an der Elsässer Straße, wo die Abwärme vom Uni-Heizkraftwerk genutzt wird. Auch da haben wir relativ hohe absolute Wärmepreise. Sehr niedrige Wärmepreise. Im günstigsten haben wir bei dem Projekt in Hochdorf. Das ist eine Kombination Holzpelletheizung, Solarthermie. Die Bewohner bezahlen nur 63 € die Megawattstunde. Das heißt, der zahlt also pro Energie, die geliefert wird, also knapp 40% dessen, was ich bei Gutleutmatten oder bei diesem Elsässer Straße-Projekt bezahle. Also rein nur für die gleiche Energiemenge. Und das wirkt sich natürlich dann schon extrem aus. Also der braucht hier 50 Kilowattstunde, der in Gutleutmatten 49, also mehr oder weniger das Gleiche. Und dann bezahlt er halt fast das 2,5-fache von dem, was der in Hochdorf bezahlt als Mieter. Und letztlich ist das schon mal eine Aussage, die schön klar aus den Folien rauskommt. Also hier, das ist Pellet plus Solar, dann die Kraft-Wärme-Kopplungsprojekte, hier Kleehäuser, die bezahlen 71 € die Megawattstunde, oder hier vorne Wohnen arbeite, bezahlen 83 € die Megawattstunde. Also die dezentralen Anlage, die von den Eigentümern selber betrieben werden, haben mit Abstand die niedrigsten Kosten. Es gibt jetzt auch zum Vergleich jetzt die zentralen versorgten Objekte im Vauban, die sehen auch nicht so schlecht aus. Also die dezentralen liegen irgendwo bei 80, 85 €. Vauban Fernwärme liegt irgendwo bei 102, 126 €. Hier 88 €, also Pi mal Daumen etwa bei 100 € pro Megawattstunde. Dann nehmen wir jetzt mal das Projekt von Rolf Disch. Das ist ein bisschen mehr wie das, was Rolf Disch jetzt gerade erzählt hat. Also A, es ist ja der Preis immer auf 100 Quadratmeter und nicht nur auf 77 bezogen. Der Wärmepreis ist auch nicht die 10 Cent, sondern wir haben jetzt 128 Cent, also 12,8 Cent beziehungsweise 128 € die Megawattstunde. Hauptunterschied ist der, dass wir schon eine Preissteigerung mit eingerechnet haben. Wir haben den gleichen Vertrag, den Energiedienst auch hat, zugrunde gelegt.
aber der basiert auf einem Preisbasis von 2016. Ich habe das jetzt einfach mal hochkalkuliert auf Preisbasis 2020, damit es einigermaßen vergleichbar ist. Und ich habe, wie gesagt, einen Tick höherer Energiebedarf. Trotzdem sieht das Objekt halt im Vergleich zu den anderen drei neuen Objekten extrem günstig aus. Also ich habe einen Energiepreis, der ist schon mal gut 25 bis 30% günstiger, obwohl da ja alles drin ist. Wärmepumpe, Kälteversorgung, komplette Wartung der Wärmepumpe. Also eigentlich extrem konkurrenzfähig und natürlich jetzt vom Energiebedarf Wolf Tisch natürlich dann nochmal niedriger. Das heißt, etwa halbe Kosten im Vergleich zu dem, was ein typisches Gebäude in 5 Jahren und in den nächsten 20 Jahren im Dietenbach haben wird. Ja, das vielleicht so auf die Schnelle. Hier oben sieht man immer die Gesamtpreise nochmal, die jeweils die Mieter in den Wohnungen immer jeweils für eine 100 Quadratmeter Wohnung pro Jahr bezahlen. Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Martin, für diesen Vergleich. Also man sieht jetzt hier, dass nach dem, wie es jetzt geplant wäre, quasi die in Schallstadt auf die 100 Quadratmeter 458 Euro bezahlen würden und jetzt nach dem Konzept brutto, ja, entsprechend Dietenbach fast das Doppelte, also mit 900, ja, eigentlich ein gutes Doppelte. Ja, bis Doppelte sogar. Ja, 923 Euro. Das ist dann die spannende Frage, was denn als Benchmark für die Ausschreibung vorgegeben wird. Also was ist jetzt der Wärmepreis, den man quasi im Rahmen dieser Ausschreibung denn erreichen muss?